Am Mittwoch haben die Innenminister der Länder Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke und Markus Ulbich, in Geierswalde eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Wasserschutzpolizei unterzeichnet. Sie tritt mit der Eröffnung des Koschener Kanals am 1. Juni in Kraft. Die Vereinbarung sieht neben der gemeinsamen Präsenz auf allen Seen eine gemeinsame Dienststelle und die gemeinsame Nutzung von Technik und Fahrzeugen vor. Als Standort der gemeinsamen Dienststelle ist das Gebäude am künftigen Wasserwanderrastplatz am Südufer des Geierswalder Sees vorgesehen. Bis zur Fertigstellung des Gebäudes werden die Beamten am derzeitigen Standort der Wasserschutzpolizei des Landes Brandenburg in Senftenberg ihren Sitz haben.